Naja, also normalerweise würde ich ja aufnehmen mit Facecam, so wie ihr das gewohnt seid. Aber heute gibt es keine Facecam und das liegt daran, dass es total warm ist draußen und in meiner Wohnung. Und ich sitze halt nackig vorm PC. Ich habe nicht mal eine Unterhose an. Also ich habe mir von einem guten Freund erzählen lassen, dass es oben in Sandy Shores diese Bergwerkarbeiter gibt. Und die sollen sich wohl ziemlich stark darüber aufregen, wenn man einfach dahin geht und ihre parkenden Autos abschleppt. Ja, und dreimal könnt ihr raten, wo ich mich dann ins Zim begeben werde. So, mal gucken, ob wir hier schon fleißige Arbeiter haben. Guten Tag, die Dame. Hallo. Hallo, guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe nicht mit Ihnen geredet, sondern mit der Frau. Ja, was wollen Sie denn von der Frau? Das ist nämlich meine Frau. Ich habe nicht mit Ihnen geredet, ja, sondern mit dem Stück. Stück! Mit dem was? Mit der Frau. Mit dem was? Nee, du hast gerade was anderes gesagt. Ich habe gesagt mit der Frau. Nee, du hast gerade was anderes gesagt. Ich würde Sie bitten, sich zu beruhigen und jetzt mal beiseite zu gehen, okay? Nee, so wie du mit meiner Frau gerade geredet hast, ne? Oder wie du sie betitelt hast, ne? Mit der Frau? Da bleibe ich ganz bestimmt nicht ruhig. Du hast gerade nicht Frau gesagt. Ganz bestimmt nicht. Ist das ihr Stück? Du willst deines Lebens nicht mehr froh werden hier, ne? Also ich würde sie trotzdem jetzt bitten, mal den Mund aufzukriegen. Das können sie doch sonst auch immer so gut. Wieso? Wer ist denn die Dame denn? Woher wissen sie, wer die Dame ist? Die Dame wird gesucht. Wenn man so gut reden kann. Die Furby. Das ist die Furby? Das ist die Furby. Woher wissen sie den Namen denn? Deinen Namen kenne ich auch. Don. Promillo. Naja, wenn die Frau nicht reden will, dann muss ich sie leider mitnehmen. Ich nehme dein Stück jetzt mit. Ja, mach mal. Gucken. Mal gucken, wie es endet. Kannst du dem Dreckstück vielleicht einfach sagen, dass sie reden soll? Vielleicht möchte sie ja mit dir nicht reden, weil du so abwertend mit ihr redest. Vielleicht solltest du einfach mal vernünftig damit reden. Na, du könntest deine Frau auch vernünftig erziehen. Nee, das brauche ich nicht. Die ist alt genug dafür. Sonst mache ich das gleich mit ihr. Ja, versuch es doch. Nee, Don. Du wartest hier. Worauf denn? Auf die Verstärkung. Was für eine Verstärkung denn? Na, ich habe Verstärkung gerufen. Du bist nicht alleine. Bist du schlecht dafür? Oh, schade, Junge. Schade. Mein Gott, er schafft das nicht alleine. Ja, deine Frau kann ich alleine nicht anheben. Da braucht man 4 Mann für. Der Schlepper reicht leider nicht. Der Kollege vor mir, der hat auf mich geschossen. Ich hab dem die Waffen schon abgenommen, soweit. Ja, mach mal weiter mit deinem Quatsch, bitte. Komm, erzähl noch mehr. Ja, der ist auch extrem frech. Also, der muss dringend inhaftiert werden. Seine Frau habe ich zur Sicherung ins Auto gesetzt. Die hat auch Waffen dabei. Danke für die Hilfe. Die Frau, die erledige ich. Lies mal alles vor. Gucken, ob du lesen kannst. Hey, lies mal vor, Don. Also, sie haben es... Kann ich losfahren? Also Sie können fahren, ja. Dankeschön, perfekt, vielen Dank. Bisschen Fail, ne? Finde ich auch. Was hast du gesagt, Furby? Furby, ich habe nichts verstanden. Kannst du das wiederholen, bitte? Du bist doch da, warum redest du nicht mit mir? Das ist RP-Verweigerung. Die Unterstützung Overwatch von Eben und die Kollegen, haben sie den noch in Gewahrsam? Den haben nicht wir genommen, den TV. Wer hat den TV eben mitgenommen? Die Kollegen Zink, glaube ich, und der andere. Zink? Das kann doch nicht wahr sein. Zink, wo bist du? Schade, dass die Leute ihn gehen gelassen haben, ne? Furby, kannst du auch normal mit mir reden? Seit wann sind Schlepper im SG? Das macht gar keinen Sinn, Junge. Geh mal raus jetzt hier, Alter. Ich musste die Frau hier reinholen damit. Sei nicht so frech. Oh, ey, zieh die Waffe. Digga, piss ich jetzt, Digga, ey. Seit wann sind fucking Schlepper im SG, Junge, ey? Junge, halt doch einfach den Mund. Ja, Furby, dein Freund ist schlafen gegangen. Wer? Ja, dein Freund. Der ist schlafen gegangen. Nee, wer hat gefragt? Ah, lustig, Furby. Du bist aber sehr gut drauf. So, dann gebe ich dir jetzt eine schöne Akte. Weißt du auch, wie sich das nennt, was du machst? OOC-Talk, Herr Furby. Schröder. OOC-Talk. Schaffst du es jetzt heute noch, die Akte zu schreiben, oder soll ich dir mal helfen? Dann einmal mitkommen. Ach, da ist er ja. Don Promillo. Ich dachte, du bist schlafen gegangen. Ich bring dir deine Frau. Schön, dass du doch wieder da bist. Ha, die Maske hättest du lieber angelassen. Oh. Bitte drinbleiben, ja? Oh, die ist sauer. Festnehmen, bitte. Kollegen, festnehmen. Ich hab sie. Ja, schnell, der Opi wird fallen. Schade. Guck mal, du fesselst sogar deinen eigenen Kollegen. Wie dumm könnt ihr sein? Hey. Guck mal, das ist Opi, der muss in Rente gehen. Steckt sie hier rein. Rein mit dir. Ich bleib jetzt hier sitzen, nur um sicher zu gehen, damit ihr auch wirklich eure Strafe absitzt. Don, was machst du da? Machst du Sport? Hey, Don. Schlafenszeit, ja? Keiner möchte dich sehen. Später. Der ist doch relativ gerade, also... Finden Sie, der steht gerade? Schon, eigentlich. Ein bisschen schief. Ja, Sie haben recht. Ich habe mich verguckt. Entschuldigen Sie bitte. Ist das Ihr Auto? Ja. Na, der steht auf der Straße. Also, Sie dürfen nicht auf der Straße parken. Das haben Sie doch gerade erst hier weggeschoben mit Ihrem Fahrzeug. Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Das haben Sie doch... Sie müssen sich daran erinnern. Das war doch jetzt gerade erst passiert. Ich glaube nicht, dass hier der Abschleppung ist. Das kann doch nicht mit rechten Dingen hier zugehen. Hallo. Nicht mein schönes Auto, nein. Na, ich würde Sie bitten, dann das nächste Mal richtig zu parken und nicht das Auto einfach mitten auf der Straße abzustellen.
du hast Bock auch auf Grand Epic zu spielen, dann registriere dich jetzt über den ersten Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du dir dann auch direkt den Grand Epic Launcher herunterladen. Und schon kannst du einem der deutschen Server beitreten und spielen. Viel Spaß. Ich finde, das hier ist viel entspannter als diese Polizeiarbeit, weil da wird man ständig nur beleidigt. Hier wird man wenigstens noch respektvoll angesprochen. Die Leute haben Respekt vor einem, die reden normal mit einem. Das ist relativ chillig hier oben. Keine schreienden Kinder, keine komischen, beleidigenden Rentner. Auf hier! Man schleppt einfach nur Autos ab und dann ist Ruhe. Wen haben wir denn da? Na, das sieht so aus, als parkt er auf zwei Parkplätzen gleichzeitig. Das geht so natürlich nicht. Guten Tag, Sir. Hallo? Hallo? Können Sie nicht reden oder wollen Sie nicht mit mir reden? Ja, warum will der nicht mit mir reden? Der hat doch gerade noch gearbeitet. Ich habe ihn doch picken sehen. Oder der macht AFK-Farming. Das geht natürlich nicht. Ich glaube, ich warte einfach mal, bis er wiederkommt. Entschuldigung, wer sind Sie? Hallo? Gehören Sie zu dem Mann? Warum wollen die denn nicht mit mir reden? Was haben die denn alle für Probleme? Hä, wo will die denn jetzt wieder hin? Können sie auch reden? Den Mund aufmachen. Den achten Finger drücken, bitte. Ja, ist ja gut. Digga, was machst du hier? Gehören sie zu diesem Mann? Ist das ihr Auto? Nein. Na, ich glaube, sie lügen. Ist mir scheißegal, was du glaubst. Aber sie sind eine Frau. Ja, ich bin eine Frau. Ja, ich bin eine Frau. Jetzt hat er seine Freundin ans Mikro geholt. Könnten Sie vielleicht den Mann wiederholen? Nee, das bin ich und ich möchte jetzt auch bitte gehen. Also lassen Sie mich gehen. Du hast keine Berechtigung, mich hier zu halten. Ich habe dir nichts getan. Also bitte, lass mich los. Sei mal leise, bitte, ja? Halt deine Fresse und mach mich los. Sei mal leise. So, ich nehme sie heute mit. Weil ich werde das Gefühl nicht los, dass das das Auto von dem Typ ist, aber der gehört zu der Frau. Und irgendwie war sie nicht am PC und er war an ihrem PC und hat mit ihrem Account gespielt. Irgendwie sowas war da. Deswegen ist er gerade rübergerannt mit ihrem Charakter und hat angefangen zu labern. 1000%. Sie können ihrem Freund ruhig sagen, dass der hier nicht parken darf. Ach, da schwimmt ja immer noch der Nissan. Bro, als ob der immer noch hier ist. Das wäre Nummer 2. Ah, ich glaube, die setze ich hier auch schnell aus. Ich will die gar nicht mitnehmen. Dann noch einen schönen Tag, ja? Aha, schon wieder so einer. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Ist das zufällig Ihr Fahrzeug, welches da hinten steht? Haben Sie das gerade da Sie haben das gerammt. Kommen Sie mal mit. Der Herr, Sie haben es gerade gerammt. Also, könnten Sie mir erklären, warum Sie da stehen? Auf dieser Parkfläche so halb? Sie haben das gerade da Ich kann Ihnen das beweisen, Alter. Ich stand hier vorne. Sie wissen schon, dass Sie da nicht parken dürfen. Wofür gibt es hier einen Parkplatz, wenn ich da nicht da stehen darf? An der ersten Front. Melden Sie sich dann bitte einfach in der Zentrale. Nee. Kommen Sie mal her, Kollege. Kollege, komm her. Ich würde Sie bitten, sich in der Zentrale zu melden. Da können Sie Ihr Auto wiederholen. Mein Freund, wir werden uns wiedersehen. Und Sie werden das zahlen. Wo? Weil ich da nicht stand. Na klar standen Sie da. Ich hab's doch gesehen. An der ersten Parkfläche. Nein, Sie haben es gerade da weggeschubst, Alter. Also, schreien Sie mich jetzt bitte nicht an. Ich kann nichts dafür, dass Sie nicht parken können. Ich kann nichts dafür, dass Sie das da weggefahren haben. Sie sind jetzt bitte leise und ich werde Ihr Auto abschleppen. Sie werden nichts tun, mein Freund. Ja, und wie ich das tun werde. Ich stand hier vorne. Der Herr, kann ich mitfahren? Also, Sie können bei mir mitfahren. Kommen Sie mit. Ja, dann werden wir mal sehen, wer gewinnt. Ich zeige Ihnen direkt, wo Sie das Auto wieder abholen können, okay? Mein Freund, Sie machen da einen großen Fehler, will ich mal so meinen. Ich stehe seit 5 Minuten lang. Ah, oh, wow. Können Sie mir helfen, das Auto umzudrehen? Was? Ja, was für ein Sohn, wirklich. 1:1 dicker Sohn. Wollen Sie mich auch schon abschießen? Nee, Sie haben ja nichts getan. Alles gut. Waren das Ihre Freunde, ha? Ich habe keine Freunde. Ja, so hören Sie sich nämlich auch an. Nee, ich will nur keine Freunde haben. Ja, Versager. Dreht ihr das ruhig selber ein. Wie gesagt, ich stand da 5 Minuten, mein Auto wurde ganz normal geparkt. Hören Sie doch endlich auf mit der Lügerei. Hören Sie auf zu lügen. Ich lüge Ihnen nicht mal vor. Hören Sie auf zu lügen jetzt. Ich habe auch eine Bodycam, Sie können sie gerne sehen. Lügen Sie mich nicht an. Hören Sie sofort auf zu lügen. Sonst kriegen Sie jetzt sofort auch eine 300.000 Dollar Geldstrafe, ja? Kollege, sag mal, warum du mich umschießt. Fahr mal bitte weiter. Schieß ihn um, komm. Ich wollte den anderen umschießen, nicht Sie. Es tut mir wirklich leid. Oh nein, bitte nicht. Nein. Nein. Digga, du dummer Idiot, Digga. Ist immer dasselbe, ne? Immer dasselbe. Kevin. Pff, Kevin. Digga, kracht's bei dir? Luke O'Neill. Ach, da ist die Frau ja wieder. Wie sie guckt. Der Nächste. Oh Mann, ey. Die Arme. Naja, sie werden sehen, was sie davon haben. Geht's ihnen gut? Ja, jetzt ja. Ah, okay. Das werden sie zahlen, ne?
Na, ich werde gar nichts zahlen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen restlichen Tag, der Herr. Das war's jetzt. Tschüss. Das nächste Mal parken Sie einfach auf den gekennzeichneten Flächen, ja? Da oben ist einer am Arbeiten. Hä, aber wie? Wie kommt er denn dahin? Der hat gar kein Auto. Und einen Oberkörper hat er auch nicht. Irgendwas ist heute ganz komisch mit den Texturen. Die Hälfte fehlt, die andere Hälfte ist gar nicht geladen. Er hat sich doch gerade bewegt. Hier, der ist wieder da. Hallo? Warum bin ich festgenommen? Ah, Entschuldigung, Sie waren eben nicht da. Wo ist mein Auto? Welches Auto? Stand ein Bentley Cabrio. Hier, der war hier geparkt. Genau hier, wo Sie jetzt stehen. Also ich habe eben einen Mini abgeschleppt, aber ein Bentley Cabrio habe ich nicht gesehen. Becher? Nee. Okay, und wieso war ich jetzt festgenommen? Das weiß ich nicht. Aber Sie haben sich nicht bewegt. Aber Sie sind ja wieder da. Ja, ich war kurz nicht da. Da haben wir doch einen neuen Kunden. Genau der. Gestrichelte Linie. Parkverbot. Guten Tag, Sir. Willst du mich verarschen oder was? Ist das Ihr Fahrzeug? Bist du bescheuert? Ist das Ihr Fahrzeug? Perfekt, alles klar. Machen wir das direkt anders. Ob das Ihr Fahrzeug ist, Sir? Ja, wenn Sie nicht mit mir reden wollen, dann kann ich auch einfach weitermachen. Ich frage hier nur, ob das Ihr Fahrzeug ist. Hast du doch mein Fahrzeug gerade gerammt? Hallo, die Polizei ist schon unterwegs, Kollege. Jo, alles klar. Also ist das Ihr Fahrzeug? Ja oder nein? Also wenn Sie nicht mit mir reden wollen, dann nehme ich es einfach mit. Sie dürfen hier nämlich nicht parken. Wie Sie sehen können, ist das hier eine durchgestrichelte Linie. Du hast nur diesen Problem. Da dürfen Sie nicht parken. Sie haben nämlich jetzt das Riesenproblem, ja? Ach so, verstehst du mich doch, du scheiß Geringverdiener. Perfekt. Für wen machst du denn heute das Video? Geringverdiener? Ja, natürlich, komm schon. Kommunizier vernünftig, artikuliert. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Dann machen wir das anders, doch kein Problem. Ich habe den gleichen Rang. Ist gar kein Problem. Ich weiß nicht, was Sie für ein Problem haben. Sie können auch gerne mitkommen. Dann können Sie sehen, wo Sie das Auto wieder abholen können. Gute ist ja, dass ich 600 Millionen auf dem Konto habe und mich der Scheiß überhaupt nicht juckt, verstehst du? Ach so, Sie haben so viel Geld. Natürlich, du kannst direkt sogar zum Mond fahren. Die Rechnung übernehme ich auch easy. Ah, okay. Weil ich gehe ins Bett und denke mir, ja, der gute Mann kann sich das Gefährt sowieso nicht leisten. Ich schlafe hervorragend. Na, interessant. Ist mir aber egal. Ich glaube, ich werde heute im Video wirklich nichts anderes mehr tun. Ich werde die ganze Zeit nur Leute abschleppen. Das ist so entspannend. Wirklich, es ist mal was ganz anderes zu den ganzen Gambo-Leuten in der Stadt, die so salty sind. Oh, hier haben wir den nächsten Kandidaten. Oh, die nächsten drei Kandidaten. Oh, 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 okay. Ich muss nur zuerst tanken fahren. Und wieder zurück zu meinen Kunden. Ich meine... Zurück zu den Leuten, die gegen das Gesetz des Parkens verstoßen haben. Hey, den kenne ich doch, den habe ich doch eben schon abgeschleppt, oder? Der steht ja schon wieder auf der durchgezogenen Linie. Der lernt es aber auch echt nicht, ne? Soll das ein Witz sein? Sir, Sie standen schon wieder auf der durchgezogenen Linie. Sie können da nicht parken. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Okay, okay. Ich nehme es an. Okay, tut mir leid. Hä? Was? Er nimmt es einfach an. Er nimmt es einfach an. Oh mein Gott, sein Auto lässt sich sowas von nicht abschleppen. Ich glaube, ich lasse es einfach hier auf dem Flugfeld raus. Einfach hier so. Passt. Kann man so stehen lassen. Sie haben gerade schon wieder mein Fahrzeug hier. Oh, hallo. Ja, so kann man auch für Arbeit sorgen, ne? Autos umfahren und dann abschleppen, ist klar. Na, Entschuldigung, ich habe hier nur einen Unfall gesehen. Parken Sie doch einfach wieder normal um. Und alles ist gut. Dass Sie wieder reinfahren oder was? Es war ein Versehen. Ich habe Sie nicht gesehen. Diese Frau, ey. Die ist jetzt schon getriggert. Die kocht. Die kocht vor Wut. Willst du mich verarschen? Was stimmt denn mit dir nicht? Junge Frau, ist das Ihr Lamborghini? Kannst du mir mal die Handschellen abmachen? Ob das Ihr Fahrzeug ist, habe ich gefragt. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass du mich nicht in Handschellen legen kannst, weil ich beim EMS arbeite. Nimm die Handschellen ab. Weiß irgendeiner der Personen hier, ob das Ihr Fahrzeug ist? Ich weiß es nicht, also der Supra ist meiner. Ja. Der Centauro ist meine, ja. Was denkst du, warum ich da drinne sitze? Ja, weil die Frau, die kann nicht parken, wie Sie sehen. Nimm mir die Handschellen ab, ich arbeite beim EMS. Die Frau, die kann nicht parken. Die hat auf zwei Parkplätzen geparkt. Ja, tut mir wirklich schrecklich leid. Da muss ich sie leider... Du kannst dich jetzt schon über die Dienstausweisbeschwerde freuen. Ich möchte deinen Dienstausweis haben, jetzt. Also es tut mir leid, da muss ich sie leider abschleppen. Gib mir deinen Dienstausweis. Wollen Sie mitkommen? Nimm mir jetzt... Nein, du nimmst mir jetzt die Handschellen ab. Ich setze sie dann in das Hallo? Auto. Hallo, was stimmt denn mit dir nicht? Dann können Sie sehen, wo Sie das Auto später abholen können. Du kannst dich über die Dienstausweisbeschwerde freuen, mein Freund. Dann können Sie auf jeden Fall gucken, wo Sie das Auto gleich abholen, ja? Ja, und das Geld kriege ich sowieso von dir wieder. Nee, Sie müssten tatsächlich sogar eine Park... Schon mal freuen. Sie müssen eine Parkgebühr bezahlen. Nö, das Geld kriege ich von dir wieder, das kannst du wissen, das hole ich mir. Nee, Sie können von mir kein Geld einklagen, weil Sie können nicht parken. Ja, weil du gegen das Auto gefahren bist, du Trottel. Das stimmt nicht. Nein, gar nicht. Also ich habe das auch schon soweit dokumentiert und in die Akte eingeheftet. Ja, du kriegst gleich einen Orden dafür. Kannst dich über die Dienstausweisbeschwerde freuen, mein Freund. Oh, oh, oh. Siehst du, fahren kannst du auch nicht. Ah, das würde mich stinken.
wenn man als Abschlepper nicht fahren kann, ne? Oh. Das ist doof, ja. Die werden mich sowas von umschießen. Junge, hier sind 5 Leute. Das sind Sims. Die kennen die Frau. Safe Call. Kann man ihnen helfen? Mir helfen? Was wollen sie von mir jetzt? Ich würde gerne tatsächlich entweder ein Repair-Kit oder sonstiges haben für mein Auto. Nee, ich glaube, das wird heute nichts. Oh, ihr Auto ist verschwunden. Wie konnte das denn passieren? Bist du... Welch ein Pech aber auch. Ja, da können sie ihrem Freund sagen, da muss er früher für aufstehen. Kannst du mir wenigstens die Handschellen abmachen? Nee. Ich habe momentan Probleme mit Kopfschmerzen. Sie sind ein bisschen gewalttätig, deswegen kann ich ihnen leider nicht die Handfesseln abmachen. Wo bin ich denn gewalttätig, du Trollo? Ich arbeite bei dem EMS, Alter. Sie schreien mich an und sie reden... Es tut mir wirklich leid, dass ich gerammt habe. Warum lernen die Leute denn nicht daraus, dass sie mir nicht auf den Sack gehen sollen? Lass die Leute doch einfach ihren Job machen. Ich bin gerade am Abschleppen. Was macht er? Oh, das ist doof, ne? Oh, das ist aber blöd. Ja, wenn sie nicht fahren können. Ich will ein Repair-Kit haben. Nein, Junge, nein. Geht's ihnen soweit gut? Junge Frau? Ah, jetzt ist sie stumm. Okay, sie will nicht mehr mit mir reden. Alles klar. Senior Officer Leon Changer. Wer mit dem Tow in Sandy Shores ist, sofort in die Stadt fahren. Leon Changer, kommen. Senior Officer Leon Changer, bitte kommen. Funkdisziplin. Benutzen Sie den T-Funk. Leon Changer, bitte kommen. Ja gut, wenn er mir nicht antworten möchte, dann mache ich den Funk halt wieder aus. Dann kann man nichts machen. Soll ich sie beim EMS rauslassen? Ich glaube, die Frau hat keinen Bock zu reden. Hey, yo, Moment. Lauf doch nicht so schnell weg. Ich kenne auch deinen Namen noch gar nicht. Johanna Shimojo. Ja, das ist doch schön für dich. Schönen Tag noch, Johanna. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so fühlt, aber diese Reaktionen von den Leuten rauszubaten, dass sie sich aufregen, dass ich ihr Auto abschleppe, ist halt einfach Gold wert. Ach, guck mal, da ist sie wieder. Sie hat ihr Auto ausgepackt. Die hat sich einfach das Auto nochmal neu ausgeparkt. Ein paar Sekunden später. Aha. Parken in nicht gekennzeichneten Flächen. Das geht so natürlich nicht. Wem gehört dieses weiße Auto? Nee, warum? Eigentlich würde ich Sie jetzt fragen, warum Sie so komisch aussehen. Machen Sie ruhig. Nee, passen Sie auf, Sie haben geparkt in einer nicht gekennzeichneten Fläche, deswegen muss ich Sie leider jetzt abschleppen. Keine Ahnung, eigentlich habe ich auch da hinten bei den anderen beigeparkt. Sie haben hier bewusst falsch geparkt. Der tut mir leid. Ich lasse sein Auto stehen. Oh, der tut mir leid. Nein, das kann ich nicht machen. Dem lasse ich sein Auto stehen. Später. Aha, das geht so natürlich nicht. Lukas, bitte aussteigen. Ja, Uwe, wieso soll ich jetzt aussteigen? Du darfst hier nicht parken, Lukas. Aussteigen. Ich parke hier auch nicht, der Motor läuft. Lukas, aussteigen. Ach, Herr Schröder, ich kenne meine Rechte genauso gut wie Sie. Deswegen weiß ich auch, wenn... Lukas, aussteigen jetzt. Uwe, nimm erstmal deine Maske ab. Die ist für den Dienst nicht geeignet. Lukas... aussteigen. Aha. Uwe, wie wär's? Du steckst die Waffe weg, dann geht gar nichts an die EU, okay? Weil das, was du hier gerade machst, darfst du nicht. Das weißt du, glaube ich, hoffentlich. Ich weiß nicht, wovon du redest, Lukas. Du darfst mich nicht hier einsperren. Du darfst nicht mit einer Waffe auf mich zielen. Lukas, letzte Chance jetzt. Ein gemeinter Ratschlag. Aussteigen. Herr Bierbau? Hey Jungs, könnt ihr den mal bitte erklären? Herr Zink? Ja? Der Kollege wollte hier parken. Im Halteverbot. Vorne einfach. Sollen wir den mitnehmen oder was? Ja, nehmen Sie den erstmal aus dem Auto raus. Erstens, ich diskutiere schon seit einer Stunde mit dem. Können Sie den bitte tasern? Wenn ich in die Einfahrt reinfahren will und der mich hier mit einer Barrikade einsperrt. Lukas, aussteigen jetzt. Sollen wir den da mitnehmen oder was? Machen Sie bitte Platz. Sie können wieder fahren. Ja, bestimmt viel zu tun. Sie können fahren. Sie dürfen mich nicht mitnehmen. Danke, Kollegen. Danke für Ihre Hilfe. Lukas, du hättest einfach ein Parkticket kaufen können. Herr Stahl, möchten Sie nicht mehr mit mir reden oder was ist jetzt Ihr Problem? Das Problem ist, dass ich jede Sekunde wieder Kopfschmerzen kriegen kann, so wie ich es den ganzen Tag schon habe. Herr Stahl, warum wollen Sie Bad Cop machen? Ich glaube, ich muss da kurz jemanden bestrafen. Zink. Ja. Was soll die Scheiße? Ja, dass er sich halt nicht so sehr aufregt. Deswegen schreibst du ihm in den Chat rein, Media, lass gut sein? Ja. Willst du noch lange beim PD bleiben? Oder generell ja, gerne. In irgendeiner Fraktion? Ja, gerne. Warum? Dann hör auf damit. Ich hör auf damit, okay? Alles gut. Hallo, Herr Stahl, da bin ich wieder. Ich war mal kurz Pipi machen. Also, Sie müssen den 8. Finger betätigen. Mm-mm. Ah, okay, dann ist ja gut. Oh, da geht ihr Auto weg. Sie hätten auch einfach ein Parkticket kaufen können oder eine Parkuhr reinlegen können. Wäre das nicht passiert. Wenn ich nicht parke, brauche ich auch kein Ticket. Sie hätten ich ihre, nur gehalten. Also sie hätten ihre Mutter auch einfach eine Stunde später besuchen können. Ich würde jetzt nicht so über eine Frau sprechen, die ich nicht kenne. Über die Mutter? Eine Frau. Ich sag dir nur, das
war eine Muschel. Aber die kocht bestimmt gut. Nein, das ist eine Dame. Ich dachte, das ist deine Frau. Nö. Dann kann ich die auch angraben, oder? Können Sie gerne machen. Dann besorge ich mir gleich ihre Nummer. Na komm, Lukas. Unter uns beiden jetzt. Schnurrt das Kätzchen, oder? Welches Kätzchen? Na, von deiner Freundin. Meine Frau ist gar nicht wach. Der Frau Stahl habe ich auch schon einen Besuch abgestattet gestern Abend. Alles gut. Die heißt nicht Stahl. Klar heißt die so. Die heißt nicht Stahl. Klar heißt die Stahl. Nein. Ich war doch gestern bei der. Ich weiß doch, wie die heißt. Gut. Dann waren sie bei ihr, aber meine Frau heißt nicht Stahl. Reden Sie sich das weiter ein. Der Besuch hat dir aber gefallen. Ja, das freut mich. Kannst du ja heute dann direkt fragen. Stehst du auf so Sachen? Nö. Wenn fremde Männer deine Frau durchnehmen? Ich weiß, meine Frau ist ehrlich. Ich glaube ihnen kein Wort. Das sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, deine Frau lügt, Lukas. Wie gesagt, ich glaube ihnen kein Wort. Wenn ich mal von meinem Recht Gebrauch, nehme ich das Recht zu schweigen. Du hast keine Rechte, Lukas. Doch. Entschuldigen Sie, Herr LKW-Fahrer. Ja? Wären Sie so nett und würden für 100.000 Dollar dieses Auto ins Wasser schubsen? Okay, sehr, 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 sehr gerne. Ja, mit dem LKW. Also fahren Sie einfach Vollgas dagegen. Einfach ins Wasser. Okay. Ah, hier ist Ihr Geld, hier ist Ihr Geld. Herr Lukas, der LKW-Fahrer war so nett und der übernimmt die Aufgabe. Nein, nein, Lukas, nein, Lukas Stahl. Oh nein. Das haben Sie wirklich sehr gut gemacht. Sie haben das sogar so gut gemacht, dass der Herr vor Wut explodiert ist, wie Sie sehen können. Oh, scheiß Absturzkarte. Verpiss dich, Junge. Hallo. Sonst geht's dir gut, oder? Oh, warum tun sie mir weh? Was ist denn du für einer? Wieso? Hallo? Aussteigen. Hallo? Aussteigen. Nein, verpiss dich. Aussteigen, sofort. Hä? Bist du kernbehindert oder so? Ja, ist kernbehindert. Tut dir leid, der Herr. Aussteigen. Sofort. Hallo. Aussteigen. Nein, bist du kernbehindert oder so? Aussteigen. Jorina ist, glaube ich, Media, Digga, auf Troll. Was für Media, man liebt mich doch. Hallo? Oh mein Gott. Ich muss sie leider abschleppen. Weil hören Sie auf, hier meine Freunde festzunehmen, Alter, sie Korrupter. Ja, ihre Freundin kann nicht Auto fahren, da kann ich nichts für. Wie? Ich kann kein Auto fahren. Machen Sie die Handschellen los von denen. Du Idiot, Alter, fährst wie ein Kernbehinderter, Alter, mit deinem scheiß Abschlepper. Kann man das machen? Entfernt euch bitte alle sofort von der Szene. Die Dame hat nichts gemacht, lass uns immer frei. Hallo. Hallo. Hey. Ja. Wow, 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 wow. Wer hat das gesagt? Ich hab nichts gemacht! Nein, bitte, bitte, nein! Ich mach alles für Sie! Hey, wer hat dich rausgenommen? Hey, hallo! Hallo, bitte helfen Sie mir, ich bin gefahren, hallo! Oh mein Gott! Mann, wieso fahren Sie auch so bescheuert? Ah! Ach, da sind sie ja. Ich bin dafür, dass sie mich loslassen und ich dann... Hallo, wieso rennen sie mit... Hallo? Wie ist denn überhaupt ihr Name? Ja, pf, weiß ich nicht. Jurima Lumi. Jurina ist das, Mann. Ich sag einfach Lumi, okay? Ja, machen sie mal. Eigentlich wollte ich nur ihr Auto abschleppen. Gehen, das ist alles. Warum ist mein Auto jetzt hier? Hallo? Ja, weil ich das Auto abschleppe. Hallo? Nein! Hallo? Hallo? Oh mein Setzen Sie sich bitte wieder in das Auto rein. Das ist mein Auto hier. Nein, Lumi, hallo. Lumi, bitte beruhige dich. Was machen Sie da mit mir, wenn Sie mein Auto abgeschleppt haben? Hi, Maschinen. Ja, bitte helfen Sie mir. Bitte. Ich bin rustiger. Schreck mal aus, Digga. Aussteigen oder das knallt. Ich kann nicht aussteigen. Ich kann nicht aussteigen. Ich kann nicht aussteigen. Ich hab Handschellen an. Aussteigen. Nein, die kann drin bleiben. Jungs. Das oh nein. Oh nein. Wenn ihr mal die Presse. Lieber einfach gehen. Würdet. Das würde uns allen sehr viel Stress und Streit ersparen. Alle einsteigen, verpissen. Schönen Tag noch. Ist besser so für euch, wenn ihr abhaut. Vertraut mir. Ich habe kurz den Stimmverzerrer ausgemacht, deswegen sind die so eskaliert. Sie können auch gerne mein Auto stehen lassen. Mein Auto mag es nicht so gerne, an alleine zu sein. Hallo. Oh mein Gott. Können wir das jetzt bitte einfach zu Ende führen, ohne dass ihre ganzen Männer oder Ex-Männer mir hinterherlaufen? Ich kenne die gar nicht. Was für Ex-Männer? Ich kenne die nicht. Ja, sind das dann ihre Kunden oder wie soll ich das verstehen? Was für Kunden? Oh mein Gott, der Herr, was wollen Sie damit sagen? Also entweder sind das ihre Ex-Männer oder ihre Kunden. Also ich weiß, dass auf mein Autokennzeichen Horny draufsteht, aber es ist nicht für mich. Ja, mein Auto heißt so, okay? Ja, okay. Oh mein Gott, mein Auto? Ja, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ach, ein Helikopter kommt auch noch dazu. Schön. Ich kenne die aber alle gar nicht, ne? Ich schwöre bei Gott, auf meinen rechten Fuß schwöre ich. Sie kennen die nicht und die kommen zufällig. Ja, ich kenne die nicht. Oh mein Gott. Die kommen zufällig alle her. Kennen die doch nicht. Ja, die kenne ich. Ja, dachte ich mir schon. Ja, aber nicht... Oh mein Gott. Junge, wie viele Leute kennt die denn? Aussteigen. Da haben wir die nichts zu zahlen, der Herr. Hallo. Ich werde diese Frau und ihr Auto versenken. Ich hol dich raus. Ah, perfekt. Du holst heute niemanden hier raus, kleiner Scheißer.
Reicht für heute, wirklich, reicht. Und für Sie reicht's auch, Sam. Es reicht heute. Und noch einer. Ey, ich fass es nicht. Was machen Sie hier? Hallo? Was soll das? Ja, warum schießen die Leute hier um? Können Sie den bitte mitnehmen? Nehmen Sie den bitte mit. Hey, lass deinen Freund in Ruhe. Setz ihn einfach in dein Auto, Anton. Nimm ihn bitte mit. Okay? Nimm ihn einfach mit. Dann lassen Sie ihn, ey! Noch einer, okay. Hallo? Es reicht, wirklich, es reicht. Es ist mehr als genug heute. Sie gehören leider auch dazu, sorry. Und noch einer, ey. Oh, hallo. Ist einfach umgeschossen. Wo kommen die denn alle her? Digga, das kannst du keinem mehr erzählen. Das ist schrecklich. Ich werde diese Frau und ihr hässliches Auto im See versenken. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde meinen Auftrag zu Ende bringen. Auto aussieht. Egal, wie viele Leute du rufst. Mach. Ich ruf die nicht. Oh mein Gott. Egal, wie viele Männer du rufst oder Ex-Männer oder Ex-Freunde, ich werde meine Mission zu Ende bringen, Yumi. Was passiert mit mir, wenn sie jetzt mein Auto abgeschleppt haben? Was passiert da mit mir? Das zeige ich Ihnen jetzt. Wir hätten das in 5 Minuten erledigen können, aber nein, Sie müssen ja Ihre Freunde rufen. Ich bin doch nicht schuld. Warum bin ich, wenn Sie auf den Highway fahren, wo gefühlt jede Gang einfach zinkt, da kann ich nichts dafür. Nee, ich hab da echt keine Rücksicht mehr. Bezahlen Sie die Rechnung, bezahlen Sie, ne? Ah, ist das schon wieder einer Ihrer Ex-Männer? Ich mach doch gar nichts. Gehört er auch zu Ihnen? Wie soll ich denn jemanden rufen? Nein, wie soll ich jemanden rufen, wenn ich Handschellen habe? Hä? Über einen D-Funk? Was ist denn D-Funk, der Herr? Sie haben mein Auto verloren. Besser so. Ich weiß, ich hab's gesehen, Yumi. Aber vorsichtig fahren, ich will im Wasser landen, ja? Oh, ich lande heute gar nicht im Wasser. Bitte, oh mein Gott. Nein, mein Auto! Nein, Horny! Nein! Ist das nicht schön? Nein, das ist nicht schön. Wollen wir mal gucken gehen? Nein, will ich nicht, nein. Wir gehen mal gucken. Der Herr, ich kann nicht schwimmen, ich habe Angst vor Wasser, hallo. Nein, ich gehe jetzt, tschüss. Nein, lass mich. Kommen Sie einfach mit. Bitte. Der Herr, ich kann aber nicht schwimmen. Das ist voll gemein. Ja, ich liebe mein Auto. Ich weine gleich. Hallo. Ja, wir müssen noch ein bisschen weiter rausschwimmen. Ist das deine Katze? Ja, das ist meine Katze. Wollt um die Katze tut's mir echt leid. Ich bin dafür, dass sie Wasserpolizei rufen oder so. Bitte, hallo. Nein, hallo. Komm tauchen. Nee. Hast du Luft dabei? Eine Flasche, eine Luftflasche oder so zum Atmen hier unten? Nee, haben Sie für mich? Nee, also ich habe eine für mich dabei. Die Luft wird hier ganz schön eng. Mann. Aber bitte kümmern Sie sich gut um meine Katze, ja? Sie heißt Thunfisch. Ich liebe Katzen. Sie lieben Katzen, ja. Bitte kümmern Sie sich gut um Thunfisch, okay? Thunfisch, ich hab dich geliebt, okay? Das war die schwerste Autoentführung, die ich jemals hinter mich bringen musste. Mit Abstand die schwerste und schlimmste.